So, hier bin ich wieder. Ich mache weiter an der Dose. Wow. Na toll, so streng Wasser ausgeschüttet. Jetzt habe ich das schön auf den Tisch verteilt. Jetzt hätte ich mich auch noch selber fast verletzt. So, ich muss erstmal die Fläche hier sauber machen. Also das Handtuch kann ich danach wegschmeißen. Ich bin's, euer Flatti. Leider musste ich das Video an dieser Stelle cutten, da ich mich ab diesem Zeitpunkt mich mit dem Dosenöffner so stark geschnitten habe, dass da eine Menge Blut floss. Das Video kann ich unmöglich auf YouTube reinstellen, deswegen musste ich es an dieser Stelle cutten. Ich bitte um Verständnis. Hier eine Kurzfassung, was noch in dem Video noch weiter geschah. Ich habe weitere 15 Minuten gebraucht, um die Dose zu öffnen, dann habe ich die endlich aufgekriegt. Das kann ich euch sogar zeigen. Ihr seht, die Dose ist soweit offen. Ich habe auch alles rausgenommen, was in der Dose drin war. Das meiste war Surströmmingwasser gewesen. Aber nicht nur Surströmmingwasser war da drin gewesen, sondern auch das hier. Surströmmingreste. Das ist also der berühmte Surströmming. Eigentlich hatte ich so Filetstücke erwartet. Aber das meiste, was da drin war, war wirklich nur Surströmmingwasser gewesen. Und ein paar Kreten. Also die 20 Euro, die ich da investiert habe, die haben sich fast gar nicht gelohnt. Ich dachte, ich könnte noch schön den Surströmming als Filet probieren. Aber nein, es sind hier nur Kreten drinne und Surströmmingwasser. Ziemlich ekelhaftes Surströmmingwasser, wohlgemerkt. So, das war die Enttäuschung für mich gewesen. Es wird noch einen dritten Teil geben. Da werde ich das Surströmmingwasser probieren. Also seid gespannt, was euch da erwarten wird. So, das war's jetzt auch an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.